Hallo zusammen. Als Heimbrauer fülle ich mein selbstgebrautes Bier teilweise in Flaschen ab. Vor der Abfüllung müssen die Flaschen natürlich gereinigt werden. Um mir die Reinigung etwas zu erleichtern, habe ich mir einen Flaschenspüler für 12 Flaschen gebaut. Das Ergebnis seht ihr hier im Hintergrund. In diesem Video stelle ich euch die verwendeten Materialien vor und erkläre den Zusammenbau. Für den Spüler verwende ich PVC-Bauteile. PVC ist leicht zu verarbeiten. Es hält Temperaturen bis 60 Grad stand und verträgt auch Reinigungschemikalien. Auf dem Tisch habe ich die verwendeten Baumaterialien ausgebreitet. Gehen wir sie einmal schrittweise durch. Zum Verkleben der Rohre und Formstücke benötigt man PVC-Kleber. Bevor man die Teile verklebt, werden sie an den Klebestellen mit PVC-Reiniger gereinigt. Das zeige ich später nochmal im Detail. In der Mitte haben wir vier PVC-Rohre. Jedes ist 1 Meter lang. Der Durchmesser beträgt 12 mm. Aus diesen Rohren werden wir später Stücke in 3 verschiedenen Längen sägen. Des Weiteren benötigen wir 15 T-Stücke und 4 90-Grad-Bögen. Diese Formteile haben jeweils 12 mm weite Öffnungen für die Rohre. Dann brauchen wir noch eine Schlauchtülle. Ich habe eine 1/2 Zoll Schlauchtülle gewählt. Die kann man später gut an einen Gartenschlauch anschließen und so Wasser in das System pumpen. Zusätzlich brauchen wir 12 Endkappen für die 12 mm Rohre. Die Kappen sind leider nicht auf dem Bild zu sehen. Ich habe sie vergessen auf den Tisch zu legen. Ich zeige sie später im Video nochmal im Detail. Die Endkappen sind der Grund, warum die Rohre nicht weiter als 12 mm sein dürfen. Die Endkappen sind etwas mehr als 16 mm breit. Sie passen so gerade in die normalen Flaschenhälse, aber dazu später mehr. Hier sehen wir die Formteile nochmal im Überblick. So wie sie hier angeordnet sind, werden sie später mit Rohrstücken verbunden. Dafür schneiden wir uns jetzt die notwendigen Rohrstücke. Von den Rohren sägen wir 12 Stücke zu je 7,5 cm ab. Damit werden später jeweils 4 T-Stücke miteinander verbunden. 7,5 cm Abstand benötigt man, damit Flaschen mit einem Volumen von einem halben Liter auf den Spüler passen. Lieber schneidet ihr die Stücke etwas länger ab. Von den 4 Metern Rohr bleibt am Ende noch knapp ein halber Meter übrig. Wer breitere Flaschen spülen möchte, sollte sich ohnehin etwas breitere Stücke schneiden. Damit alle Stücke gleich lang werden, habe ich mir eine kleine Hilfe gebastelt. In diese Sägleere aus Holz habe ich einen Nagel eingeschlagen. Damit konnte ich das Rohr jeweils bis an den Nagel schieben und dann auf 7,5 cm absägen. Außerdem schneiden wir uns 6 Stücke von ca. 3 cm Länge. Hier ist die exakte Länge nicht so wichtig. Sie müssen eben nur gleich lang sein. Das klappt auch wieder mit der gezeigten Sägehilfe ganz gut. Einfach den Nagel nur an einer anderen Stelle einschlagen. Zwei weitere Rohrstücke von etwa 3 cm Länge brauchen wir später für das T-Stück mit der Tülle. Die Länge hängt von der Einstecktiefe der Formteile ab. Daher macht es Sinn, diese beiden Stücke erst später beim Zusammenbau passend zu schneiden. Dann schneiden wir uns noch 12 Rohrstücke zu je 21 cm ab. Diese Rohre werden später das Wasser in die Flaschen leiten. 21 cm ist eine gute Länge für Flaschen bis zu einem Volumen von einem halben Liter. Alle Rohre werden an den Schnittkanten entgratet. Jetzt kommen wir zu den erwähnten Endkappen. In jede der 12 Kappen habe ich 5 Löcher gebohrt. Jedes Loch hat einen Durchmesser von 1 mm. Je kleiner die Löcher, desto kräftiger der Strahl. Ich hatte schlicht keinen kleineren Bohrer, deswegen 1 mm. Die 4 Löcher am Rand sind etwa in einem Winkel von 45 Grad gebohrt. Damit wird das Wasser auch an die Flaschenwände geleitet. Die Endkappen habe ich jeweils auf eines der 12 21 cm langen Rohrstücke geklebt. Dies zeige ich hier etwas ausführlicher. Die Kappen werden innen und die Rohre von außen mit dem PVC-Reiniger an den Klebestellen gereinigt. Danach wird auf das Rohr der Kleber dünn aufgetragen. Die Kappe wird danach mit etwas Kraft auf die Klebestelle geschoben. Überschüssiger Kleber wird mit einem Tuch entfernt.
Der Kleber härtet schnell aus. Alle anderen Teile werden analog verklebt. Auf die andere Seite der Rohre wird jeweils ein T-Stück geklebt. So entstehen die 12 Spülköpfe. Ich rate dazu, erst diese Spülköpfe zu kleben. Warum, seht ihr gleich. Als ich die Spülköpfe fertig hatte, stellte ich fest, dass sie nicht in die Flaschen passten. Laut dem Datenblatt von der Bestellung sollten die Kappen 16 mm weit sein. So hätten sie passen müssen. War aber nicht so. Das lag an diesen kleinen Nasen. Nachdem der Kleber ausgehärtet war, habe ich die Kappen etwas abgeschliffen. Sieht man links im Bild. Dann passte alles. Je 4 Spülköpfe werden mit 3 7,5 cm langen Rohren verbunden. An den Enden kommt je ein 3 cm Rohrstück. Die Spülköpfe müssen später in einer Flucht stehen. Wenn ihr erst die Köpfe mit dem T-Stück und der Kappe gebaut habt, könnt ihr sie jetzt flach auf den Tisch legen. Liegt alles schön eben, ist alles richtig. Das klappt aber eben nur dann gut, wenn man die Endkappen und die T-Stücke schon vorher montiert hat. Am Ende solltet ihr 3 solcher Vierergarnituren zusammengebaut haben. Die 3 Garnituren werden über 2 Brücken miteinander verbunden. Die eine Brücke besteht aus 92-Grad-Bögen, einem T-Stück und 2 7,5 cm langen Rohrstücken. Auch diese werden so verklebt, dass die Öffnungen in einer Ebene liegen. Die zweite Brücke besteht aus 92-Grad-Bögen, 2 T-Stücken und einem 7,5 cm Rohrstück. Zusätzlich müssen hier 2 kleine Rohre eingebaut werden, die das T-Stück mit der Tülle in Position bringen. Wie schon vorhin gesagt, sollte man diese jetzt erst schneiden und die Länge genau bestimmen und dazu die Einstecktiefe genau ausmessen. Das T-Stück mit der Tülle steht etwa im 45-Grad-Winkel nach oben. Hierdurch kann ein Schlauch leichter angeschlossen werden. Dies ist in dieser Aufnahme nicht so gut zu sehen. Auf diesem Bild erkennen wir besser, dass die Tülle ein wenig abgewinkelt ist. Jetzt müssen die 5 Baugruppen noch zusammengeklebt werden. Dann sieht das Ganze so aus. 0,33 Liter Flaschen haben ausreichend Abstand. Der Abstand reicht auch für 0,5 Liter Flaschen. Da klappert nichts. Mit einer Gartenteichpumpe kann ich in einer Kunststoffbox warmes Wasser mit Reiniger durch die Flaschen pumpen. Bei leichten Verschmutzungen reicht das meistens aus. Nach der chemischen Reinigung spüle ich die Flaschen klar durch. Der Spüler wird dann an die Gartenpumpe angeschlossen. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos. Die Teilliste findet ihr unten im Text auf dieser Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbau.